Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Heute geht's mal hier um ein kleines Ladegerät für Lithium, Ion, Lipo4 und wir sehen Nickel-Cadmium. Aber ein Port ist abgeraucht, da leuchtet die ganze Zeit und ja, jetzt schraube ich es mal auf und wir gucken mal rein, was da los ist. Dazu müssen wir hier bloß die Nippel wegmachen. Einfach mit Schrauben zur Wegbubbel, die müssen wir dann wieder ankleben, falls wir es hinkriegen, und die vier Schrauben lösen. So, ich habe jetzt mal die Federn ausgehängt. So sehe ich jetzt erstmal nichts. Ich sehe mal zu, dass wir das Ding jetzt herauskriegen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Ihr seht, ich habe es jetzt schon wieder zusammengebaut. Die Schrauben muss ich noch reinmachen. Und zwar, lustig, ist nur die 230 Volt Seite kaputt. Die 12 Volt Seite bin ich jetzt mal mit 7 Volt rein. Wir können ja mal noch höher gehen, auf 12. Dann kann ich es einfach an mein Ladegerät anklemmen, an meinen PV-Akku. Wir probieren es jetzt nochmal. Die Seite geht, zieht 500 mA. Jetzt hören wir noch die andere. Geht auch. Zieht auch 500 mA. Da hat es die 230 Volt Seite irgendwie durchgehauen. Komisch. Na gut, geht wieder. Also wenn ihr das Problem habt, dass die 230 Volt Seite nicht mehr geht, besorgt euch ein 12 Volt Netzteil oder klemmt es halt direkt an euren PV-Akku, wenn ihr einen 12 Volt Akku habt. Ne? Tschüss. So, ich habe jetzt einfach die Buchse rausgemacht hier, dass ich nicht aus Versehen wieder mal 230 Volt anklemme. Hier seht ihr es auch nochmal. 12 Volt und ja, fertig. Baue wieder zusammen. Funktioniert wieder. Ich vermute, dass das Kondensatornetzteil kaputt ist. Aber ich wollte es eh schon ewig auf 12 Volt machen. Jetzt wird's. Ich habe hier einen Stecker, löte ich mir an, kommt es mit an die PV und fertig. Tschüssi.